Karrierehelfer präsentiert die Top 10 bestbezahlten Ausbildungsberufe 2024. Bereits in 2023 gab es in Deutschland über 546.000 zu besetzende Ausbildungsstellen. Jedoch waren bis Juni 2023 davon nur 246.000 besetzt. Wir haben nun für Sie die bestbezahlten Ausbildungsberufe, erklären Ihnen die Aufgaben und wie viel Sie verdienen können. Reichen Ihnen diese Informationen noch nicht, ist alles noch einmal detailliert auf ausbildung.de erklärt. Den Link finden Sie in der Videobeschreibung. Und los geht es nun mit Platz 10. Platz 10 ist der Immobilienkaufmann oder Frau. Sie kümmern sich um die Vermietung und sind für Kauf und Verkauf der Immobilien verantwortlich. Verwechseln Sie nicht den Immobilienmakler mit dem Kaufmann. Der Makler ist kein Ausbildungsberuf, aber eine Berufsperspektive. Außerdem sind Sie in beratender Funktion tätig für die Bauvorhaben Ihrer Kunden. Ihre Aufgaben sind allzu vielfältig. Als Bildungsgrad für die Ausbildung empfiehlt sich eine mittlere Reife. Die Ausbildung dauert ungefähr 3 Jahre und Ihre Arbeitszeit wird sich werktags abspielen. Kommen wir nun zu der Ausbildungsvergütung. Im ersten Jahr verdienen Sie 1070 Euro, im zweiten Jahr 1180 Euro, im dritten Ausbildungsjahr 1290 Euro. Nach der Ausbildung können Sie 2500 Euro verdienen. Mit entsprechender Qualifikation und Erfahrung, entsprechender Größe und Standort des Unternehmens sowie Tarifvertrag oder Provision können Sie bis zu 4000 Euro verdienen. Aktuell sind 195 freie Stellen auf ausbildung.de ausgeschrieben. Platz 9 ist der Maurer oder die Maurerin. Maurer haben viele Aufgaben. Sicherlich auch das Bauen von Mauern, aber auch Gerüstbau, das Absichern der Baustelle und Isolieren und Verkleiden von Mauern. Außerdem musst du auch mal Mauern restaurieren oder sogar abreißen. Der Maurer ist also auch ein sehr zukunftssicherer Beruf. Für den Beruf des Maurers reicht ein Hauptschulabschluss. Ihre Ausbildung dauert 3 Jahre und Sie sind werktags tätig. Zur Vergütung: Im ersten Lehrjahr verdient Sie 908 Euro, im zweiten Lehrjahr 1163, im dritten Lehrjahr 1400 Euro. Nach der Ausbildung können Sie mit 2450 Euro im Durchschnitt starten und mit entsprechender Berufsausbildung und zum Beispiel einer Meisterausbildung sind bis zu 5400 Euro möglich. Aktuell sind 32 freie Stellen ausgeschrieben. Platz 8 ist der Kaufmann oder die Kauffrau für Versicherung und Finanzen. Ihre Aufgaben reichen von der Beratung zu Versicherungs- und Finanzprodukten über Risikoanalysen bis hin zur Prüfung und Abwicklung von Schadensfällen. In kniffligen Situationen können sogar Gespräche mit Kunden, Polizei und Gutachtern stattfinden. Für Ihre Ausbildung empfiehlt sich ein Fachabitur zu haben. Die Ausbildung dauert 3 Jahre und Sie sind werktags tätig. In der Ausbildung erhalten Sie im ersten Lehrjahr 1120 Euro, im zweiten Jahr 1195 Euro, im dritten Jahr 1280 Euro. Nach der Ausbildung können Sie mit 2650 Euro rechnen und mit etwas Erfahrung und Qualifikation können Sie über 2800 Euro verdienen. Dies ist natürlich auch abhängig, ob Sie im Außendienst tätig sind und Provisionen und Prämien erhalten. Aktuell sind 2048 freie Stellen ausgeschrieben. Platz 7 belegt der Beruf Sozialversicherungsangestellter oder Angestellte. Hier umfassen Ihre Aufgaben unter anderem den Umgang mit Gesetzestexten sowie die Gehaltsabrechnung. Und das in vielen verschiedenen Gebieten, zum Beispiel der allgemeinen Krankenversicherung, Rentenversicherung, Unfallversicherung, in Knappschaften und vielen mehr. Die Ausbildungsvoraussetzung ist eine mittlere Reife. Nach 3 Jahren können Sie Ihre Ausbildung abschließen und Sie arbeiten werktags. Ihr Gehalt in der Ausbildung wird im ersten Jahr 1155 Euro im Durchschnitt betragen, im zweiten Jahr 1223, im dritten Jahr 1273. Nach der Ausbildung können Sie mit 2509 Euro rechnen und mit entsprechender Qualifikation und Erfahrung über 2533 Euro. Die genauen Zahlen können Sie in der TVÖD, der Tarifverordnung des öffentlichen Dienstes, in der Gehaltstabelle genau nachlesen. Aktuell gibt es in diesem Ausbildungsberuf 1475 ausgeschriebene Stellen. Platz 6 belegt der Beruf Bankkaufmann oder Bankkauffrau. Hier sind die wichtigsten Aufgaben zum Beispiel die Kundenberatung, Kontoeröffnung, die Auftragsabwicklung und die Erstellung von Finanzkonzepten und interne Tätigkeiten natürlich in Ihrer Bankfiliale. Für diese Ausbildung ist eine mittlere Reife erforderlich. Die Ausbildung dauert 2 bis 3 Jahre und Sie arbeiten werktags. Die Ausbildungsvergütung beträgt im ersten Jahr 1155 Euro, im zweiten Jahr 1220 Euro, im dritten Jahr 1295 Euro. Nach der Ausbildung können Sie mit 3000 Euro starten und mit ein wenig Erfahrung und Qualifikation, abhängig von Tarifverträgen, erweiterten Aufgaben, Sonderleistungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und der Betriebszugehörigkeit kann Ihr Gehalt bis auf 4400 Euro ansteigen. Aktuell gibt es hier 2004 freie Stellen.
Platz 5 belegt der Beruf Pflegefachmann oder Frau. In diesem Ausbildungsberuf gehören zu ihren Aufgaben natürlich die Krankenpflege. Diese kann variieren zwischen Altenpflege, Kinderkrankenpflege, Heilerziehungspflege, aber auch verwaltende und Dokumentationen gehören zu ihren Aufgaben. Zum Beispiel Maßnahmen und Fortschritte ihrer Patienten dokumentieren. Für die Ausbildung ist eine mittlere Reife erforderlich. Ihre Ausbildung dauert 3 Jahre und Sie arbeiten im Schichtdienst. Im ersten Lehrjahr können Sie mit 1.211 Euro rechnen. Im zweiten Jahr beträgt Ihre Ausbildungsvergütung 1.274 Euro. Im dritten Jahr durchschnittlich 1.377 Euro. Und nach der Ausbildung können Sie bis zu 3.100 Euro erhalten. Mit etwas Erfahrung und Qualifikation können Sie bis zu 3.770 Euro verdienen. Dies ist allerdings erst nach 16 Berufsjahren. Aktuell sind 3.996 Stellen ausgeschrieben. Platz 4 in unserem Ranking ist der Verwaltungswirt oder die Wirtin im mittleren Dienst. Neben ihrer Unkündbarkeit als Beamter sind sie ein Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in Deutschland bzw. in den einzelnen Bundesländern. Ihre Aufgaben umfassen zum Beispiel klassische Büroarbeit, Abrechnungen und auch Dokumentationsbereitstellung für den höheren Dienst. Hier ist ebenso eine mittlere Reife erforderlich. Die Ausbildung dauert nur 2 Jahre und sie arbeiten werktags. Die Ausbildungsvergütung beträgt im ersten und zweiten Lehrjahr 1.315 Euro. Nach der Ausbildung starten Sie mit 2.515 Euro. Mit etwas Erfahrung und Qualifikation können Sie natürlich noch steigen. Die genauen Daten entnehmen Sie bitte der Besoldungstabelle. Für diesen Beruf sind aktuell 375 Stellen ausgeschrieben. Platz 3 in unserem Ranking belegt der Beruf des Polizisten im mittleren Dienst. Als Polizist oder Polizistin sorgen Sie für Recht und Ordnung. Ihr Weg kann im mittleren oder gehobenen Dienst einschlagen. Der Unterschied ist die Laufbahn. Bundespolizei oder Landespolizei sind möglich. So können Ihre Aufgaben nach Behörde die Zuständigkeit für Verkehrsunfälle und Diebstähle sein, aber auch Aufgaben an Bahnhöfen, Flughäfen oder Grenzen gehören dazu. Für den Beruf des Polizisten ist ebenso eine mittlere Reife erforderlich. Ihre Ausbildung dauert 2 bis 3 Jahre und Sie arbeiten im Schichtdienst. Die Ausbildungsvergütung beträgt die ersten 3 Lehrjahre identisch 1.323 Euro. Nach der Ausbildung starten Sie mit 2.565 Euro und mit etwas Erfahrung und Qualifikation können Sie natürlich auch steigen. Die genauen Daten entnehmen Sie der Besoldungstabelle, aber er steigt auch nach Dienstgrad, Alter und Familienstand. Hier sind aktuell 1.365 Stellen ausgeschrieben. Auf Platz 2 folgt der Beruf des Schiffmechanikers oder der Mechanikerin. Ihr Platz ist in Reedereien sowie im Güter- und Passagierverkehr. Neben Instandhaltungsaufgaben werden Sie Aufgaben auf der Kommandobrücke, im Maschinenraum, also auch unter Deck haben. Ebenso kümmern Sie sich um die Brandbekämpfung und Bereitschaft von Rettungsgeräten. Für diese Ausbildung ist ebenso eine mittlere Reife erforderlich. Ihre Ausbildung dauert 3 Jahre und Sie arbeiten später im Schichtdienst. Im ersten Lehrjahr können Sie mit einer Ausbildungsvergütung von 1.045 Euro rechnen. Im zweiten Jahr steigen Sie schon auf 1.305 Euro, im dritten Jahr auf 1.805 Euro und nach der Ausbildung können Sie schon 2.750 Euro verdienen im Durchschnitt. Mit etwas Erfahrung und entsprechender Qualifikation können Sie bis auf 4.500 Euro steigen. Dies kommt natürlich auch an, in welchen Hafenstädten Sie angestellt sind. Aktuell ist nur eine einzige Stelle ausgeschrieben. Die Spitzenposition, also Platz 1 in unserem Ranking, belegt der Ausbildungsberuf zum Fluglotsen oder zur Fluglotsin. Dies ist der bestbezahlte Ausbildungsberuf und spielt sich im Kontrollturm oder im Center ab. Hier haben Sie immer ein Auge auf die Wetterbedingungen und navigieren die Flugzeuge sicher von Start bis Landung. Nur mit Ihrer Genehmigung wird gestartet oder gelandet. Für diesen wichtigen Job brauchen Sie mindestens Abitur. Ihre Ausbildung dauert 2 bis 3 Jahre und Sie arbeiten im Schichtdienst. Die Ausbildungsvergütung hier beträgt im ersten Jahr 1.051 Euro, im zweiten Jahr springen Sie schon auf 2.575 Euro im Durchschnitt, im dritten Jahr auf 4.950 Euro und nach der Ausbildung können Sie sogar 8.375 Euro ergattern. Mit ein wenig Erfahrung und Qualifikation können Sie sogar, halten Sie sich fest, bis zu 10.000 Euro verdienen. Dies kommt natürlich auch auf den Flughafen an, an dem Sie arbeiten. In Erfurt werden Sie zum Beispiel nicht so viel verdienen, da es weniger Verkehrsaufkommen gibt und kein Vergleich zu Frankfurt oder Berlin sein wird. Für den Fluglotsen sind aktuell 30 freie Stellen ausgeschrieben. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Daumen nach oben. Schreiben Sie Ihre Fragen oder Feedback in die Kommentare und Sie bekommen auf jeden Fall eine Antwort. Falls Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben,
Sollten Sie das schleunigst tun, um kein neues Video mehr zu verpassen. Klicken Sie hierzu auf die Glocke und aktivieren Sie die Benachrichtigung. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.